Leichte Beile und Nagelkeulen können auch weg. Die Streitkeulen behalten wir mal. Wir behalten auch zwei von den Feuerstahlklingen erstmal. So, der Birkenstab kann auch weg und der Eisendolch auch. Donnerschlag. Nee, wenn dann lieber Bortas Hammer. Nachtfang. Sieht wie eine Zweihandwaffe aus, also brauchen wir davon nur eine. Dorn- und Übungskeulen können auch weg. Fleischerball kann weg. Barbarenhammer kann auch weg. Die ganzen Keulen können weg. Die Übungsstäbe. Der Level 1 Bogen kann auf jeden Fall weg. Ein Holzschild. Okay, ein Holzschild ist nicht schlecht, muss ich zugeben. Aber die Feuertatschilder, die können auch noch weg. So. Da haben wir schon mal ein bisschen aufgeräumt. Jetzt müssen noch die ganzen Rüstungsteile mal weg. Das ist dann seine Baustelle. Na komm, ein Holzschild können wir auch verkaufen und das Schild der Runen auch. Die Samtroben können weg. Der verstärkte Wildleberwams und der wattierte Wappenrock können weg. Die ganzen Beinlinge und Tuchhosen können. Ah, ein Beinling heben wir mal auf. Der beschädigte Kämpferhelm ist sowas von sinnlos. Wie viel so Halunkenkappen haben wir? Zu viele. Also verkaufen wir mal bis auf eine alle. Genauso bei den Milizhelmen und den Glaubenshelmen. Und die beiden können auch weg. So. Jetzt sind wir nur noch auf 3. Gut. Dann Sando. Und dann haben wir auch fast schon Level 12 erreicht, sehe ich gerade. Das ist gut. Dann könnten wir nämlich Malvren durch Rodgar eintauschen. Oder könnten Catelyn besser gesagt eintauschen. Wir brauchen nicht unbedingt eine Schützin. Zwei Nahkämpfer tun es auch, da ich ja Schütze Ah, bin. ihr seid zurück. Ja, ich habe die drei Ich habe die Grabsteine. drei Grabsteine untersucht. Und? Es waren tatsächlich Worte zu hören. Tar, Shin und Guar. Was mag das wohl heißen? Ich weiß es nicht, Sandor. Geh zu Goran, dem alten Schriftgelehrten. Vielleicht kann er diese Worte entschlüsseln. Er kennt sich mit den alten Sprachen aus. Ja, Goran war hier drüben. Ja, sprecht mit Goran über die seltsamen Worte. Goran, der Schriftgelehrte nahe dem Markt in Graufurt, ist bewandert in alten Schriften und Sprachen. Vielleicht kann er die Worte übersetzen. Ja, und der will sich auch am Wildlandpass mit uns treffen. Nein, nicht hier unten, sondern da oben. Und ja, man merkt, wir machen jetzt gerade sehr viel Rollenspiel, nachdem wir in letzter Zeit ziemlich viel Strategiespiel eigentlich hatten. Was gibt es diesmal? Sato, schick mal. Sandor schickt mich. Der Schuster? Ich hätte nicht gedacht, dass ein Krieger im Auftrag eines Schusters unterwegs ist. Sagen euch die Worte Tar, Guar und Shin etwas? Vielleicht eine alte Sprache, die ihr kennt? Keine Sprache. Ein Name ist das. Ein alter, verhasster Name. Der Kindsschlechter.
Sein Name war Shin Targua, der letzte Hexer von Graufurt. In seiner Gier nach Macht erschlug er seine drei Söhne und opferte ihr Blut der Roten Horde. Doch die Horde betrog ihn, wie so viele andere. Das war noch vor der Zeit des Zirkels. Die Bürger Graufurts vertrieben ihn, als sie von seiner Tat erfuhren. Verbittert floh er in eine Höhle und verschloss für immer ihren Eingang. Dann sind es die Stimmen seiner erschlagenen Söhne, die seinen Namen verdammen. Ja, verdammt soll er sein. So, damit müssen wir wahrscheinlich wieder zu Sandor. Und hey, Level Up. Also die Punkte in Fernkampf und Bogen. Wir haben eine neue Kampffähigkeit erhalten, wie nett. So, unsere Attribute steigern. Was habe ich denn erhalten? Stahlhaut. Eigene Einheit ist für kurze Zeit immun gegen feindliche Fernkampfwaffen. Hört sich nicht schlecht an. Nehmen wir gern mal mit. Fürs Erste. Ah, ihr seid zurück. Ich war bei Goran. Ich war bei Goran. Und? Was sagt er? Er glaubt, dass diese Worte den Namen eines alten Hexers bilden. Shin Targuar. Ein alter Hexer? Es gibt da eine Höhle in den Bergen. In ihr ist angeblich das Grab eines alten Hexers zu finden. Ich möchte wetten, dass sie voller Schätze steckt. Die Höhle ist mit einem Steintor verschlossen. Keiner konnte es bisher öffnen. Wenn es das Grab dieses Hexers ist, dann öffnet sein Name vielleicht das Tor. Kommt, folgt. Ja, da hat er sich gerade selbst abgewürgt. Das war nicht ich. Also ja, Echos. Erklärt Sandor die Bedeutung der Worte. Die Worte scheinen einen alten Namen zu ergeben. Shin Targua, ein Hexer, der einst aus Grafort vertrieben wurde und in den Bergen sein Ende fand. Dies war es wohl, was Sandor in Erfahrung bringen wollte. Sandor hat nun, was er haben wollte. Er glaubt, dass die Worte eine Höhle öffnen können, welche sich in den Bergen befindet. Er will, dass wir dorthin reisen und sie gemeinsam öffnen. Und da ist er auch schon weg. Gut, gehen wir mal kurz in die Windwallberge zurück. Nicht in die Windwallberge, in den Wildlandpass zurück. Der Windlandpass ist nämlich das letzte Gebiet gewesen. Ich finde es gerade schön, dass es mir wieder einfällt, dass die dass der Wegpunkt in den Frostmarschen Rots Ende heißt. Naja, bevor wir mit dir sprechen. Weil ich glaube, das war eine Falle. Ah, tretet näher, Freund. Schön, dass ihr es geschafft habt. Was genau tun wir hier? Ihr seid doch auf der Suche nach Lea und Amra, nicht wahr? Was wisst ihr über sie? Finden wir hier eine Spur? Ihr seid zu neugierig, junger Freund. Finden, was ihr hier finden werdet, ist nur euer Ende. Los, Männer! Ach, hey. Die Linien müssen halten! Zum Glück ist hier gleich ein Dorf in der Nähe mit Ordenstruppen. Aber nicht schön, dass der da unseren ein Monument verliert seine Kraft. Seelenfels angreift. Stand
halten, Männer! Ja, und eigentlich, da wir auf derselben Stufe sind wie die. Runenkrieger, zu mir! Sollten wir nicht so viele Probleme damit haben, sie auszuschalten. Vorsicht, Gegner! Runenkrieger, zu mir! Die Linien müssen halten! Also zur Not haben wir noch unsere Segnung, was ja eine Instant-Superheilung ist. Runenkrieger, zu mir! So. Er fragt Santos noch einmal. Erneuter Ärger mit Santos. Das Treffen am Windwand ist eine Falle. Sind uns Schergen lauern dort. Der Kaufmann hat scheinbar einiges zu verbergen. Seine Schergen sind aus dem Weg. Jetzt wird Santos etwas gesprächiger sein. Hoffen wir es doch mal. Ich kann das erklären. Worüber sprachen wir gerade? Bitte, ihr werdet doch einen Unbewaffneten nicht töten. Erbarmen, im Namen aller Götter, die uns heilig sind. Mir sind keine Götter heilig. Los, redet. Was wisst ihr? Warum wolltet ihr mich aus dem Weg räumen? Ich weiß nicht. Ich schwöre euch. Noch eine einzige Lüge, Kaufmann, und ich schicke euch hinab zum Seelenfluss. Ich weiß nur, dass es ein Grab gibt. Eine Grabstätte in Whisper. Man sagt, Lea liege dort. Der Schlüssel zu Amras Rüstung befindet sich in dieser Grabstätte. Schon oft habe ich Männer dorthin gesandt, aber keiner ist je zurückgekehrt. Und nun sind meine letzten Männer auch noch tot. Ich bin am Ende. Nein, ihr seid am Anfang. Am Anfang ehrlicher Arbeit. Kehrt zu euren Waren zurück, Sentos. Amras Rüstung wurde für Krieger geschmiedet, nicht für Kaufleute. Was bleibt mir anderes? Lebt wohl, Krieger. Möge euch bei der Suche mehr Glück beschieden sein. Ja, Whisper. In Whisper, der Stadt der Untoten, ist eine Grabstätte zu finden, in der Lea bestattet sein soll. Eine Untersuchung des Grabes könnte Aufschluss geben, was aus Lea geworden ist. So, der steht jetzt auch benebelt darum. Dann zum Monument, weil die Höhle, wissen wir ja auch, wo sie liegt. Ziemlich nah am Monument eigentlich. Dann können wir nämlich vielleicht auch Echos abschließen. Aber ja, war blöd, dass einer der Ordenskrieger draufgegangen ist. Frag mich nur, wo Sandro oder wie er nochmal hieß, jetzt steckt. Ob der irgendwie noch auf dem Weg ist oder ob wir ihn verpackt haben. So. Ja. Weil ohne Sandor funktioniert die Höhle leider nicht. Oder wir porten uns jetzt zurück nach Graufurt, speichern einfach mal, dass wir nicht zu lange überziehen. Da gucken wir in der nächsten Aufnahmesession nach Sandor und gehen dann auch endlich mal weiter. Der Hauptstory. Jetzt diese Aufnahmesession haben wir uns ganz der Nebenstory verschrieben, was uns ja wenigstens ein ganzes Level abgebracht hat. Aber ja, mal kurz gucken, ob Sandor jetzt wieder hier oben rumsteht.
Nein, tut er nicht. Gut, das heißt, wir werden Sandro unterwegs irgendwo suchen müssen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. So, wir haben gespeichert. Das heißt, jetzt gibt es erstmal einen Cut. Bis gleich.